herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ach, warte mal. Bin ich denn blöd? Ist ein frisch erstelltes Feld nicht sogar schon? Doch. Nee. Doch. Zum Großteil ist es zweimal gedüngt schon. Ja. Okay. Dann kann ich nämlich hier erstmal Dünger aussetzen und doch anfangen zu säen. Ja. Nämlich Kartoffeln. So, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles immer. Und ein schönes Wochenende wünschen wir uns euch heute, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, gestern war Donnerstag, heute ist Freitag. Falls du die Wochentage noch nicht weißt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir nicht schon Freitag, ob das die Samstagsaufnahme ist. Wenn es die dritte ist. Das sollte die zweite sein, oder? Nein, das müsste schon die dritte sein. Ist es die schon die dritte? Ja, ist die dritte. Dann sind wir nämlich schon wirklich beim Samstag. Ach, dann zu spät. Aber trotzdem schönes Wochenende. Ja, kann man nie. Ist, glaube ich, nie zu spät. So, Saatgut haben wir noch am Hof, habe ich vorhin gesehen. Das ist ganz geschickt. Sehr geschickt. In der Aufnahme gestern. Dann weiß ich nämlich, dass ich da dann nochmal nachtanken kann, weil die eine Ladung hier, die wird nicht reichen, die 2000. Wie viel verbrauchst du? Wie viel hast du jetzt schon leer? 250. Nicht einmal ausnehmen. Ja, das ist echt. Krass. Also da geht schon einiges weg. Auf jeden Fall. So, wir stellen nämlich jetzt Kartoffeln noch her. Damit wir das Schweinefutter herstellen. Und das wiederum verkaufen wir zu einem sehr guten Preis. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, letztens war das sogar 3000. Ich gucke nochmal. Das ist gut möglich. Schweinefutter ist ein ertragreicher Artikel. Ja, diesmal ist, 2000. Knapp. Gott. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Weil der Wareneinsatz liegt höchstens Saatgut habe ich jetzt 2000 Liter für einen Tag, wie viel kostet 900? Ja, das müssen wir noch gucken, fällt mir gerade ein, dass du so den Produktivität berechnen kannst, aber der Schweineschrot, den kannst du berechnen, indem du sagst Gerste oder Weizen oder was man da auch immer braucht. Mhm. Kostet ein bisschen was und die Kartoffeln. Und die pflanzen wir auch selber an, von dem her. Ja. Wird sich das rentieren. Fahr mal hier, genau, da noch weiter. Dass ich da dann nicht immer bergab fahren muss. Bergauf. Du hast einen Baumstumpf vergessen. Ja? Ja, der war unter den Büschen. Ja, ich hab doch gesagt, ich mag die Büsche nicht. Ja. Komisch, dass du den im Flug nicht rausziehen kannst. Ja. Ja, auch nice. Oh Gott, das war der fette Baum. Mhm. Der dicke braune Baum. Das war das Monster, was ich mit dem Frontlader nicht mal heben konnte. Ja. So. Meine Musik ist leise.
Kein Wunder, wenn die nur auf 20% gestellt ist. Also mein PC-Output ist immer auf 20%. Meins auf 100, weil ich dann immer verschieden mache für die Apps. Das ist bei mir anders. So. Aber vielleicht reicht die Kartoffeln doch ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Jetzt haben wir vielleicht schon so 40% vom Feld angesät. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Tempomat ist an. Da muss ich mal ein bisschen sputen. Ich hole gleich mit der kleinen Sämaschine auf. Gut, Kartoffeln anpflanzen. Wenn du fertig bist, könntest du ja kurz die Fräse holen für den Baumstumpf dann. Die steht da, wo es Heulager normal ist. Strohlager. Ja, machen wir hier oben weiter. Da ist es. Ja, sonst ja. Häng ich da gleich. Aber es läuft. Jo. So, 800 Kartoffeln, auch noch 800 Saatgut drin. Das Ernten wird halt interessant. Bin mal gespannt, ob wir dann schon genügend Geld haben für eine eigene, für die eine kleine. Oder ob wir uns die mieten müssen. Ich würde sie sowieso mieten. Ja? Weil es lohnt nicht, sie zu kaufen, wenn wir nur dafür das Schweinefutter das machen. Warum nicht? Wenn wir das regelmäßig machen. Vielleicht irgendwann in einem größeren Stil. Nee, dann reicht, lohnt sich es auch nicht. Dann brauchst du eine größere Erntemaschine. Hast schon recht. Vielleicht fertig. Jo. Holst du deine stumpfen Fräse? Ja. Aber dann nehme ich den Überstreu mit. Nee, einmal müssen wir noch drüber dingen, oder? Nein, du hast nee, weil zweimal. Ja, ist so weitestgehend zweimal. Doch einmal kannst du kurz drüber fahren. Da ist ein Stück ist noch nicht gedüngt. Oben. Wo ich jetzt gerade schon angesät habe. So macht man das heutzutage. Was hast du vorne? Ach so, ja, ja. Es geht ja wirklich mit der Unkrautspritze für hinten. In einem Düngestreuer. Das ist auch eine coole Kombi. Ja, wir müssen halt nur die gleichen Arbeitsplatten. Ja, haben sie. Die, die Hardy, glaube ich. Die hat auch 24 Meter. Ja, das ist ja cool, kann man zwei Sachen gleichzeitig machen. Jo. Wow, jetzt sind wir auf der Seite.
Was? Wegen so einem Kackauto. Kommst du hoch? Ich sag Bescheid, wenn ich Hilfe brauche. Wenn nicht, in 5 Minuten muss ich sowieso auftanken. Ja, das ist... Der bockt sich gerade so ein bisschen. Kann auch gleich noch zum Auftanken kommen. Oh, es sieht gut aus. Ein bisschen mehr kippen. MF, du schaffst das. Brauchst du vielleicht doch Hilfe von dem Fendt? Nee. Ich hab schon was. Es war jetzt gar nicht mal so eindeutig mit dem Ding. Also ich habe doch relativ viel vom Feld angepflanzt bekommen. Ich versuch's mit dem Flug. Ja, wenn ich, wie gesagt, Fendt-Power kommt gleich. Geschafft. Aber nicht wegen MF, sondern wegen dem Flug, oder? Ja. War ja klar. Ja, die Milch kriegen wir jetzt leider nicht zum... den Hofladen müssen wir noch befüllen. Ja. Warum säst du denn hier nicht an? Lol. Der säht um die Insel rum nicht an. Na, vielleicht wenn ich andersrum drüber fahre. So, jetzt, was tue ich jetzt? Stubenfräse. Oh ja. Jetzt ist die Mucke ein bisschen laut. So ist okay. Nee, ist eindeutig zu laut. Das hörst du ja gar nicht. Scheiße. Wo steht ihr jetzt? Da, wo das Strohlager ist. Nebendran, direkt am Tor. Kannst du mir eine Palette mitbringen? Ein Big Pack? Saatgut? Wenn ich mich jetzt wieder aufstellen kann. Ach, sind wir schon wieder hingeflogen? Nein. Nee, Quatsch, ich hol's gleich. Bis du den Dinger dran hast und dann hergefahren bist, ist auch... Ist auch gestern. Da ist auch Äpfel. Guti. Ich weiß gar nicht, wieso du hinfliegst. Ich habe hier eine Sämaschine hinten dran, die wiegt 10 Tonnen. Ah ja. Ernsthaft? Totalgewicht 9,1. Ja, ich weiß, das ist im MP ein bisschen buggy. Ups, das so. Jo, ist weg. Perfekt. Ich sollte vorne mal ein Gewicht dran machen. So, kann mal gucken, wo das Akkugewicht ist. Das steht hier nämlich nicht. Aber ich nehme einfach das Johnny-Gewicht. Du hast sowieso. Ach, du hast Akkugewicht.
Ich habe kein Gewicht dran. Ich hab das beim Shop stehen lassen. Wir hatten eins, das weiß ich. Ja, wir hatten eins. Oh, ich hab's nicht. So, oh. Was jetzt? Alter! Ganz haarscharf am. Was denn? Am Feld ich vorbei. Ich hab's auf dem Feld gesehen. Auf der Karte meine ich. Na, was steht denn an noch? Weiß ich nicht. Na, dann guck mal. Die Eier könntest du mal in Hofladen reinmachen. Ja. Dass wir die heute zumindest verkauft kriegen. Oder ist der Preis so halbwegs? Aber ist halt die Frage, wie der Preis heute Abend ist. Das wird ja nur einmal am Tag verkauft. Und der Preis zählt, glaube ich, dann auch. Ja. Ich glaube, den muss man weit genug von sich wegtragen, sonst. Ja, sonst kollidiert er und fällt dir aus der Hand. So, aber dann habe ich auch gleich hier fertig angesät. Perfekt. Nein. Einfach reintreten in den Laden. Wir könnten gucken, ob wir uns vielleicht in der nächsten Folge noch ein paar Kühe holen. Können wir machen. Weil 20 Stück sind jetzt nicht so viele. Der Brecher. Nicht wirklich. So. Ich stell die leere Kiste mal eben hier runter. An ihr seht es. Die leere Kiste. Ja, die war leer beim Hühner. Von den Eiern? Nein, vom Hühnerfutter. Ach so. Von der Kiste, die wir grauen. Ja, haben wir noch Hühnerfutter. Oh, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Nein. Das kann man nicht werfen? Doch. Werfe ich das dahin? Ja, ich stelle mir gerade die Kartoffelsämaschine stelle ich drüben hin beim Silo. Hast du die gekauft? Jo. Ah, kostet nur 21.000. Ich schmeiß die einfach dahin. Die Eier. Die Eier? Ey, die Schütteleier! Das ist eine Schütteleier. Die fliegen wir ja eh sonst die ganze Zeit auf dem Boden, also von daher. Ah, warte mal. Was mir hier gerade auffällt ist, hier gibt's noch mal ein Lager. Ups, aua. Wo? Hier hinten. Ja, das ist für Schweinefutter. Allerdings hatte ich da bisher Probleme, das überzuladen. Echt? Mhm. Ich habe das im Stream probiert, das hat nicht so funktioniert. Aber das wird man dann sehen, wenn wir hier mal. Man muss hier auf. Ja, das habe ich alles probiert, glaub mir. Alles mehrfach. Okay. Gut, aber das soll es gewesen sein von der heutigen Folge. Hof Bergmann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Wie immer. Oder bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.